Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, o du schöner Westerwald, über deinen Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein. Ich hoffe, dass ich für dieses Zitat durch den Präsidenten nicht zur Ordnung gerufen werde. Denn immerhin wurde unter anderem deswegen das Bundeswehrliederbuch durch die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gestoppt. Ein lächerlicher Skandal, den ich und viele andere Westerwälder nicht vergessen habe. Das Westerwaldlied gehört zu unserer Heimat, ist unsere Tradition und zeigt, wie wir Westerwälder den Westerwald wahrnehmen. Aber auch losgelöst von der lokalpatriotischen Perspektive ist der Wald ein schützenswerter Raum für Mensch, Tier und Pflanze. Für den gestressten Menschen bietet der Wald einen offenen Raum für Regeneration und Lebensfreude. Wer kennt es nicht? Bei einem ausgedehnten Waldspaziergang in entspannter Atmosphäre plötzlich Ideen und Lösungen zu kniffligen Fragen zu bekommen. Nicht nur Erwachsene, auch Kinder erleben den Wald als Ort der Freiheit. Begeistert lassen sie sich von ihrer Neugier leiten und entdecken in freier Natur Waldbewohner, Käfer, Schmetterlinge, Füchse oder Rehe. Auch Tiere und Pflanzen müssen den Wald nutzen. Er bietet ihnen Lebensraum und Schutz für eine stabile Reproduktion. Werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns deshalb den Wald wertschätzen und bewahren. Er ist Grundlage für unser aller Leben. Windenergie hat im Wald nichts zu suchen. Allerdings legt die Bundesregierung mit der Energiewende im wahrsten Sinne des Wortes die Axt an den Wald. Bei Windrädern gibt es nämlich ein Spannungsfeld zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und Umwelt- und Naturschutz auf der anderen Seite. Es ist offenkundig, dass die Windenergie der Umwelt und Natur schadet und stabile und zuverlässige Energieversorgung Deutschlands gefährdet. Dies möchte ich an drei Punkten verdeutlichen. Erstens. Aufgrund sich verdichtender Hinweise, dass der Infraschall von Windrädern bei Menschen zu gesundheitlichen Problemen wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Herzbeschwerden führt, werden die Abstandsregelungen für Windräder zur Wohnbebauung voraussichtlich verschärft. Windräder müssten dann vermehrt in Wäldern gebaut werden. Für ein einziges Windrad muss dabei etwa ein Hektar Wald gerodet werden. Auch die Versiegelung des Bodens durch Fundamente aus Beton stellen ein großes Problem dar. Beim Rückbau von Windrädern bleibt dies nicht selten ganz oder teilweise im Boden zurück. Zweitens. Jährlich kommen Hunderttausende Fledermäuse und Tausende Vögel durch Windräder in Deutschland um. Die Anzahl der jährlich sterbenden Tiere würde sich durch den Ausbau der Windenergie noch weiter erhöhen. Drittens. Waldflächen sind für Windräder grundsätzlich ungeeigneter als Freiflächen, da die Verwirbelungen in der Luft über den Bäumen größer sind. Ohnehin lassen sich Windstrom und Sonnenstrom, auch Zappelstrom genannt, nicht ohne weiteres speichern. Wenn der Wind nicht bläst, die Sonne nicht scheint, gibt es keinen Strom. Um die Netze zu stabilisieren, müssen in Reserve gehaltene Kohle- und Gaskraftwerke dazugeschaltet werden. Wenn der Wind hingegen kräftig bläst und die Sonne lange scheint, gibt es zu viel Strom. Da wir diesen jedoch nicht adäquat speichern können, bezahlen wir sogar für den Export des ungewollten Zappelstroms in den Nachbarländern. Wind- und Sonnenstrom sind also nicht grundlastfähig. Deutschland benötigt für eine stabile und zuverlässige Energieversorgung jedoch grundlastfähigen Strom. Der gleichzeitige Ausstieg sowohl aus der Kernenergie als auch aus der Kohleenergie würde ansonsten tatsächlich zu einem Dunkeldeutschland führen. Aber hoffentlich bei Ihnen, den Verursachern. Wenn Sie den vielen Wind, den Sie um die ideologisch motivierte Energiewende machen, nicht im Deutschen Bundestag, sondern in die Windräder blasen würden, dann wäre uns allen geholfen. Auch der Bundesrechnungshof kommt in seinem aktuellen Bericht zur Energiewende zu einem katastrophalen Ergebnis. Die Kosten der Energiewende stünden, so Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller, in einem krassen Verhältnis zu dem bisher dürftigen Ertrag. Das Bundeswirtschaftsministerium möchte die EEG-Umlage allerdings nicht zu den Kosten der Energiewende zählen. Damit werden die Verbraucher, die im Jahr 2017 alleine bei der EEG-Umlage Kostenhöhe von 24 Milliarden Euro tragen mussten, auch noch verhöhnt. Das, werte Kolleginnen und Kollegen, ist einfach ungeheuerlich.
Wir müssen endlich die Notbremse ziehen. Im Interesse der Menschen, des Waldes, seiner Tieren und Pflanzen fordern wir ein Ende der ideologisch motivierten Energiewende. Ich wiederhole, Windkraft hat in den Wäldern nichts zu suchen. Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir zu. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Timon Tremmels, SPD-Fraktion.